Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dead Space 3, Folge 9 mittlerweile. Wir befinden uns in der Terra Nova. Und diese kleinen Mistviecher gehen mir total auf den Senkel. Nicht, dass sie irgendwie nervig sind, aber die gehen mir deshalb auf den Senkel, weil die einfach mal nach nichts aussehen und dir den Tag ganz schön vermiesen können. Wie siehst du denn aus? Komm mal ran hier auf den Meter. Lass dich mal anschauen. Okay. Boah, ist doch gut. Ich bossel mich hier gleich hier. Ich wollte nur mal gucken. Unglaublich, dass er das immer gleich persönlich nimmt. Okay, so einen haben wir noch nicht. Die Bugstation. Alle Sicherheitsstufen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich sehe die doch da hinten schon. Nee, oder? Ich glaube, das ist selber nicht. Warum zum Teufel können die sich so schnell verwandeln? Das geht ja mal richtig schnell. Das ist ja schlimmer als mit diesen, Kennt ihr noch aus dem zweiten Teil diese komischen, ja wie sagt man, nicht diese Vögel, aber das waren doch auch so eine, ja doch irgendwelche Fliegeviecher. Oh, Upgrade-Platine. Plus eins Nachladen und einen Schaden, sehr schön. Irgendwelche Flugeinheiten oder so. Die konnten sich dann, nein, 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 du nicht. Die haben sich dann quasi auf diese Leichen auch festgesetzt und, wow! Und haben, dann auch die Leichen mutieren lassen. Aber ich bin der Meinung, das ging nicht so schnell wie hier. So, dürfte ich mich jetzt bitte nochmal kurz umschauen? Nur ganz kurz, danke. Also hier ist nichts, von da hinten kommen wir. Ich kann nochmal Stase nehmen. Zack, nochmal aufgenommen. So, die Kiste haben wir alles aufgenommen. Ich meine die Schränke. So, Terra Nova Bahndienst. Gebrauch. Um das Hindernis zu beseitigen. Ist nicht euer Ernst, oder? Das ist bestimmt wieder irgend so ein Riesenmonster oder so. Irgendwas blockiert das Bahnsystem. Cargo Ops sollte in der Nähe sein. Man kann die Schienen von dort aus sehen. Danke, Bucker. Ich sehe mir das mal an. Mann, Mann, Mann. Oh, nee. Alter. Ja, das war mir fast klar. Wow! Ein alter Bekannter! Dieses Vieh an der Wand. Das kenne ich noch ganz gut. Aus dem ersten Teil. Aus Dead Space 1. Und ich wusste nie, wie ich damit hantieren soll. Denn erst in der letzten Folge von Dead Space 1 habe ich gewusst, was es damit auf sich hat. Weil ich habe immer auf dieses Vieh. Das sieht aber geil aus hier, finde ich. Ich habe hier immer drauf geschossen auf das Vieh und wusste nie, warum das überlebt. Also ich habe da wirklich Munition an Munition immer drauf geballert, bis ich einfach mal festgestellt habe, einfach nur die Arme abschießen. Das habe ich in der letzten Folge festgestellt. Und im zweiten Teil gab es davon nicht so viel. Ich glaube nur eine Handvoll. Im ersten Teil gab es davon relativ viel. Jetzt kehren sie hier zurück. Was natürlich auch nicht verkehrt ist, sag ich mal. Was aber verkehrt ist, dass es hier so dunkel ist. Okay. Sucherbot wartet an der Bank. Jetzt bin ich aber gespannt. Okay, haben wir. Ein Sucherbot ist zurück. Und
Schaut euch das an, was er alles gefunden hat. Nicht schlecht. Rationspunkte, Wolfram, Halbleiter. Nicht schlecht. Ja, Ressourcen abgeladen, Bot bereit für den nächsten Einsatz. Das ist... Jetzt bin ich gerade ein bisschen baff, ehrlich gesagt. Hat der so viel jetzt gefunden? Tatsache, Wolfram 38. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Und da können wir auch schon wieder... Okay. Können wir den auch so direkt wieder losschicken, oder? Okay, ich sehe das Problem jetzt. Jemand hat einen Haufen Frachtstücke auf den Schienen vergessen. Kannst du sie wegräumen? Sollte ich schaffen. Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der 8. Sektion. Okay, hier finde ich jetzt so spontan nichts. Aber kann ich den jetzt einfach so absetzen, vielleicht? Ja, dann kann ich auch so absetzen. Okay. Das ist ja cool. Okay. Ich frage mich jetzt nur allerdings, warum ich da hätte suchen sollen. Wenn er jetzt auch sowas finden könnte, theoretisch. Schauen wir mal. Hey, Commander. Bist du da? Wenn es um die Cryokisten geht, dann vergiss es. Cryokisten? Das sind Särge, Deeds. Die frieren unten auf dem Planeten Soldaten ein und lagern sie in unserem Frachtraum. Was soll das? Du weißt, ich darf nicht drüber reden. Valerie, du schuldest mir was. Schon vergessen? Hey, ich weiß auch nicht viel mehr als du. Diese Ausgrabungsteams schicken sie in dieses gottverlassene Loch und... Naja, wenn sie zurückkommen, dann... Dann stimmt da was nicht. Verstau sie einfach irgendwie, okay? Mahat sitzt mir übel im Nacken. Okay. Aber das wird nicht gut enden. Denke an meine Worte. Na, Kleiner, hast du was gefunden? Soll ich dir mal die Tür aufmachen oder so? Willst du vielleicht mal runterfahren? Ne, willst du nicht? Na gut. Da wir jetzt Wolfram gefunden haben, schauen wir doch mal, was wir... Ach ne, Wolfram... Ne, stimmt, die konnten wir hier. Doch hier! Schaut mal, wir können eine neue Platine. Genau! Und wir haben doch hier so viel Platinen. Schaut mal. Wir haben hier einmal Nachladen und plus 1 Schaden oder... jeweils eine Feuerrate oder generell, also, dann machen wir Nachladen plus 1 Schaden. Obwohl Feuerrate auch nicht verkehrt ist, aber Nachladen finde ich ein bisschen cooler. Vielleicht kann man die Sachen auch später kombinieren, dass man, keine Ahnung, 3 oder 4 mal Nachladen hat plus 1 und dann kann man dann zu Nachladen 2 oder so dann kombinieren. Das wäre ganz cool eigentlich. Würde ich mich freuen, wenn das gehen würde. So, Textlog gefunden. Persönliches Log von Lieutenant Kettle. Die Kolonien sind im Krieg und wir schicken wegen ein paar komischer Felsen eine komplette Flotte ins Nirgendwo. Wonach suchen wir eigentlich? Nach einer Geheimwaffe? Tag für Tag schicken sie uns seltsames Zeug vom Planeten hoch. Artefakte, biologische Proben und tote Soldaten. Ich bin's leid, dass einem keiner was sagt. Es wird Zeit für ein Gespräch mit Deeds. Kompaktes, gerichtetes Ejektionsfeld. Sieht so ein bisschen aus... Warte mal. Ich wollte gerade sagen, das sieht so ein bisschen aus wie... Ist es vielleicht was Besseres? Also kann man dadurch vielleicht seinen Plasma-Cutter sogar verbessern? Macht er vielleicht mehr Wumms? Hat er mehr Schaden? Oder keine Ahnung? Ne, sind die Waffen-Upgrades... Warte mal, was ist denn, wenn ich... Wie war denn das? Waffe herstellen? Hier war das, ne? Genau. Unteres Tool. Was kann ich hier... Ah, schaut mal, das kann ich hier mittlerweile... Jetzt haben wir schon so viel gefunden. Wir haben den Telemetriebolzen. Wir haben Tool zum Schneiden. Das haben wir. Und Hydraulikantrieb. Genau, wir haben momentan dieses Drehmaschinen-Ding. Ne, schade, ich dachte, man kann hier irgendwas machen. Das sind nur die Standardrahmen. Die Erweiterung. Der Plasmakern. Hier, die obere Spitze. Ah, hier, sag ich doch. Okay, macht weniger Schaden. Okay, alles klar.
nicht, also man könnte die austauschen, ist aber nicht wirklich geeignet, macht ein bisschen weniger Schaden. So, zack. Zack. So, hier ist jetzt nichts weiter. Dann gehen wir jetzt mal hier ran, endlich. Okay, LS und LT. Was können wir jetzt hier machen? Okay, wir können hier irgendwas... Was? Was sollen wir denn machen hier? Ich blicke jetzt ehrlich gesagt nicht, was wir hier machen sollen. So, das ist jetzt hier eine... Ah, warte mal! Tetris! Alles klar! Das ist eine Art Tetris, ist das. Okay. Wir haben hier... sowas und wir haben sowas. Kriegen wir die? Ne, die kriegen wir nicht rein. Den kriegen wir auch rein. Ha! Okay. Also diese Minispiele sind schon... ja, gar nicht mal so... schlecht. Ja. Okay. So würde ich sagen. Ja, gut gesehen. Gut gesehen, ganz klar. Nee, so nicht. Muss ja irgendwie eine Schräge sein. Hier, zack. Ja, wunderbar. Und der letzte, so wie das aussieht. Jawohl. Wir haben hier... ja, sieht so aus wie so ein C, könnte man sagen. Boah, easy going. Was bist du denn? Was bist du denn? Achtung. Fuck, das habe ich gar nicht gesehen. Isolierungsstörung registriert. Biologische Anomalien vorhanden. Bitte Vorsicht walten lassen. Ja, ist ja... ich glaube, boah, da kriege ich gleich Gänsehaut hier. Ist ja ein Traum. Da schüttelt es mich gleich. Beseitigt. Normaler Zugverkehr. Ja, das war mir klar. Bist du bestimmt, ne? Nee. Das Vieh sah gerade ein bisschen anders aus. Das kam mir nämlich schwarz vor. Oh Gott. Sterb. So, zack. Gel. Ist mein Roboter noch hier eigentlich? Ich sehe ihn so spontan jetzt nicht. Der ist scheinbar schon weitergezogen. Oder die Monster haben ihn jetzt gerade zerstört. Mal schauen, vielleicht taucht er wieder auf. Auf der Bank irgendwann. So, da waren wir dran, ne? Das heißt, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zurück den Weg. Wow! Alter, warum müsst ihr mich eigentlich immer so erschrecken? Was habe ich euch getan? Was habe ich euch getan? Ist das so lustig, mich zu erschrecken? Oh. Oh, fuck. Fuck. Kann ich da so irgendwas machen? Nein. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich das überlebe. Was haben wir hier? Wieder eine Audiolog. Tucker Edwards, könntest du zu Cargo Ops kommen? Ich bräuchte bei den angelieferten Cryokisten mal deine Hilfe. Hey, Tucker. Oh, leck mich, Sam. Mein Job war es, eure Erche hierher zu fliegen, nicht sie abzuwischen, sobald wir da sind. Du weißt aber schon, dass du ein fauler Sack bist, Tucker. Ich entstamme einer langen Linie von faulen Säcken, Sam. Lass dir von Sikowski bei deiner Monsterfarm helfen. Der kleine Arschkriecher wird alles tun, um den Commander zu beeindrucken. Diese Mission ist ein Gruppending, Tucker. Und irgendwann wirst auch du mal was fürs Team machen müssen. Irgendwann, Sam. Aber nicht heute. Okay, seine Monsterfarm, das ist jetzt das, was... das ist jetzt so das, was mir jetzt so hängen geblieben ist.
kommt mir dieses Item hier bekannt vor. Dieser Gegenstand. Ist ja jetzt kein Item, aber der kommt mir sehr bekannt vor. Den brauchten wir im Dead Space 2, um irgendwas wieder flott zu kriegen. Hey, denken Sie an Ihr Chinese-Modul, wenn Ihnen die Munition ausgeht. Hier, ich habe diese Aufzeichnung gefunden, als ich auf der Titan Station festsaß. Nee, oder? Okay. Wer das hier sieht, sollte aufpassen. Man kann mit Chinese Klingen aus Leichen herausziehen und sie zurückschleudern. Sehen Sie. Das ist wirklich im zweiten Teil gewesen. Hat man wirklich so gesehen. Interessant. Ich habe diesen Trick schon 3 Stunden überlebt. Gesehen? Einfach zurückschießen. Das finde ich interessant, dass sie das jetzt hier wieder sagen. Ich finde es auch cool, dass sie so quasi auch auf alte, ich sag mal hier auf alte Videosequenzen und so oder generell auf alte Sachen eingehen. So, der Sucherbot ist auch wieder da, stand da gerade, während der Videosequenz. Oh, und ein weiteres Artefakt gefunden. Offizierslog von Commander Valerie Deeds. Die CMS Cruiser brachte eine zweite Ladung Artefakte von der Planetenoberfläche hoch. Ich fragte Admiral Graves nach dem Protokoll für eine ordnungsgemäße Abfertigung und Lagerung, aber sie zuckte nur mit den Achseln. Ich habe veranlasst, sie mit dem Rest im Frachtraum der Terra Nova zu lagern, bis wir etwas anderes hören. Okay, das heißt, hier sind irgendwelche Artefakte und anderes Zeugs. Fickt euch da. Okay, anderen Zeugs habe ich am meisten Schiss, ehrlich gesagt. Okay, hier ist nichts weiter. Dann werden wir mal hier die Tür aufmachen. In den Frachtraum. Oh, fuck. Der ist so dunkel. Ich hasse dunkle Räume. Ich freue mich schon ein bisschen. Wenn ihr das seht, bin ich zwar mittendrin, aber heute ist quasi die ersten 2-3 Tage, bevor es The Evil Within gibt. Und ich scheiß mir jetzt schon in die Hosen. Da wird The Evil Within noch ein bisschen krasser werden. Oh, da ist er. Da ist er. Oh nein, ich sag mir nicht. Sag. Scheiße! Das Vieh regeneriert sich! Wie willst du es dann umbringen? Werde ich nicht! Kann ich ihn gar nicht klein machen? Oh, das wäre ernst, oder? Doch, okay. So, okay. Mal gucken, wohin ich muss. Muss ich da hoch? Oh! Wow, 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 Alter, schreck mich nicht so. Fuck, 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 fuck. Okay. Alter Schwede. Oh, fuck, 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 fuck. Die Tür zu? Bleibt sie zu? Probier es einfach mal. Noch höre ich nichts. So, Sucherbot. Sehr gut.
Hat ein bisschen was gefunden. Können wir mal schnell wieder ausladen, auslasten. Finden wir hier irgendwas? Ne, hier aktuell nicht. Egal, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Komm, such einfach mal was. Also das heißt, wenn er nichts findet, er findet trotzdem was, aber halt nicht so viel. Alter. Ich muss niesen. Mach hin. Hoppala, pardon. Ei. Du bleibst da hinten. Oh mein Gott. Warum bist du schon wieder da? Geh weg! Oh! Du bist aber ganz schön Du bist aber ganz schön schnell! Geh weg! Verzieh dich! Oh, der war aber sauer jetzt gewesen da. Der gute Isaac. Oh! Der Zug wird in Kürze eintreffen. Bitte haben Sie Geduld. Ist das ein zweiter? Du verarschst mich jetzt. Nee, oder? Das sind nicht wirklich zwei Stück davon. Oh Gott, ich hab ein rotes Rig. Okay. Alter. Komm, fahr los. Oh. Komm, gib was? Komm, irgendwo hin. Erstmal weg. Gott, ich hasse diese. Oh. Alter. Okay. Ich bin jetzt beim Zug. Offenbar hält er an der Mittel- und Achternstation. Ja. Das Shuttle ist in der Achternstation geparkt. Und was ist mit der Mittelstation? Da ist der Kommandoturm. Hey, das ist interessant. Laut Aufzeichnungen wurde eine Reihe nützlicher Werkzeuge und Altmaterialien von einem Lieutenant Tucker Edwards aus dem Lager ausgetragen. Könnte vielleicht einen Blick wert sein. Danke. Wenn ich es mir ansehe, lasse ich es Sie wissen. Okay, so. Mittelstation war jetzt Option... Das war jetzt, glaube ich, optional, kann das sein? So war mir jetzt zumindest so. Wir schauen einfach mal gleich nach. Ich muss jetzt die Aufnahme nämlich beenden, denn es ist ja schon 23 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich komme wieder ein bisschen runter und sage wie immer, tschüss, bis dann.